For me, what it really represents is this feeling when you are missing someone, and in your mind they're so close to you, but they're actually in a completely different place physically. Der Grundgedanke des ganzen Zyklus ist die Trennung zwischen dem lyrischen Ich und der geliebten Rolle. Im Laufe des Zyklus kommt heraus, dass dieser Mensch nicht weg kann von da, wo er ist. Er sagt, ich kann nicht von hinnen. Und man fragt sich auch, wieso, wenn die Liebe so stark ist, warum begibt man sich nicht einfach auf den Weg und geht dahin? Der Grundkonflikt ist eben der, dass da zwei zusammenfinden wollen, aber nicht zusammenfinden können. Das können äußere oder innere Hindernisse sein, das weiß man nicht so ganz genau. Aber würde höchstwahrscheinlich, ist auch gestern schon mal vorgekommen, sagen, wo ist denn hier Beethoven, weil er vielleicht gar nicht begreift, dass Beethoven mehr denn je in jeder Faser dieses Stückes ist. It's a body-mind challenge, almost meditative condition that I had no idea how will I react to it, will I sustain. See your red dress, but I feel really far, and I can't see you. Oh, es ist schon eine Herausforderung, wenn du 18 Minuten, sage ich jetzt mal, auf 5 Stunden stretched und natürlich jetzt nicht die ganze Zeit, also wir musizieren die ganze Zeit. Aber wir improvisieren auch ganz viel, weil wir sehen uns nicht, wir hören uns nur.